So, jetzt haben sich die Reitpony-Ängste an die Umgebung gewöhnt. Und wir beginnen einmal mit der Nummer 10. Einmal die Hand hoch, vor allem wenn man die Kopfnummern vielleicht nicht gut genug sehen kann. Bitte mal Bellissimo HS, ein kurzes Zeichen. Der hier ist er gerade unter dem Turm. 2006 geboren, vom Benetton S. Abstammt, Mutter von Navajo, 1,48. Gekürt in Pferden im Jahr 2009. Leistungsgeprüft im 30-Tage-Test in Münster-Handorf. Züchter, die Zuchtgemeinschaft Seefeld Müller und Jana Baumgartz aus Kempel ist die Besitzerin. Wie Sie ihn sehen, zeigt er sich von der besten Seite. Er ist im Dressursport eingesetzt. Er ist mehrfach bis zu zweiten Plätzen in M-Dressuren platziert. Über 30 Platzierungen in L-Dressuren. Insgesamt eine Lebensgewinnsumme von 1250 Euro. Und durchweg von 2011 bis 2013 Teilnehmer am Bundeschampionat. Dann kommen wir zu 11. Davenport. Auch einmal kurz winken, das hilft immer den Zuschauern, dass sie genau wissen, wir sind. Vielleicht gerade durch die ganze Bahn gewechselt von der Vinci. Er wurde heute Morgen vorgestellt, bereits etwas älter und heute Morgen anerkannt und wurde aufgrund seiner Leistungsprüfung und seiner Turniersporterfolge sofort Prämienhengst. Er steht bei Johannes Krone in Dinklage, mehrfach in L-Dressuren platziert und auch bis besiegt und bis zur Klasse platziert. Der Vater der Münchner in Westfalen gehört und im Rheinland ist er jetzt anerkannt, erhielt den Titel Bundesprämienhengst in Berlin. Seine Mutter kam bereits als Absetzer zur Familie Krone und dachte, vier gekürte Hengste hintereinander. Sogar Hengste, die im Ausland in der Schweiz tätig sind. Dann haben wir die 12. Dreiklang AT. Hier auf der Mittellinie kommt er im Schritt an. 2013 geboren, 1,47 Meter groß, vom Dreidimensional, aus einer Classic-Dänzer Mutter. Die Mutter, Capina Mia, ist übrigens auch die Mutter von der Klassiker. Er wurde 2015 hier in Pferden in der Halle vorgestellt zur Kürung und wurde direkt Siegerhengst. Er gehört zum ersten Kürjahrgang von Dreidimensional. Auf dem Bundeschampionat 2016 konnte er direkt die Bronzemedaille erringen und er steht auf der Station von Adolf Theo Schof in Bedburg. Und einen haben wir noch und das ist die 13. Herr Herzkönig. 2013 geboren, 1,47 Meter groß von Helios, Mutter von Efesto Rory. Gekürt in Münster im Jahr 2015 und dann 2015 anerkannt in Weser-Ems und 2016 in Pferden. Er ist im Besitz von Annika Duhn aus Bad Oeynhausen. Beim Bundeschampionat 2015 belegte er den zweiten Platz und vierjährig, wie gesagt, damit war er Vize-Bundeschampion. In Reitpferdeprüfungen alleine hat er schon 368 Euro zusammengetrabt. Und gerade gestern, am 10.3., ganz frisch, war er überlegener Sieger einer Reitpferdeprüfung für vierjährige Warmblut- und Reitponyhengste mit der Wertnotung 8,2. Also sein Erfolgsweg geht weiter, in diesem Jahr schon in einer tollen Frühform. Und auch seine ersten Fohlen überzeugt mit viel Typausprägung und schwungvollem Bewegungsablauf.
hier haben wir zwei ältere Reitponyhengste der Bahn, die schon viel auf den Turnierplätzen unterwegs waren, und zwei vielversprechende Newcomer. Und damit wir den Jungen es nicht zu schwer machen, wollen wir doch die jungen Hengste einmal als erstes verabschieden. Und wir beginnen mit Herzkönig Helios D., der Vater. Vize-Bundeschampion. Heute Morgen noch überlegen eine Reitpferdeprüfung gewonnen mit 8,2. Wird er hier vorgestellt von Danica Duhn, bei der er auch auf Station aufgestellt ist. Der nächste Junge im Bunde, Dreiklang AT. Ebenfalls 2013 geboren, 1,47 groß, ein Sohn des Dreidimensionalen. 2015 war er Siegerhengst hier auf unserer Kürung. Belegte den dritten Platz beim Bundeschampionat 2016. Schon wieder ein Erfolgsfest. Und dann nehmen wir David Ward. Heute Morgen hier bei uns vorgestellt, sofort Prämienhengst geworden, der Sohn des Da Vinci A von Johannes Krone aus Dicklage. Platziert bis zur Dressur der Klasse M. Empfehlen wir ihn. Diesen neuen Prämienhengst. Und zum Schluss den ebenfalls hocherfolgreichen Bellissimo HS von Benedikt S. von Jana Bongartz. Auch bis Enddressur ausgebildet, hochplatziert, 1250 Euro gesamt, Lebenssumme, das ist Bellissimo HS. Meint es.